Jo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Let's Play Gamer und wir machen jetzt direkt weiter. Wir haben Kate besiegt im letzten Part und zwar eindrucksvoll. Und wir können jetzt hier weitermachen. Let's go. Präsident Rose erwartet dich bereits. Triffst ihn im Restaurant Wellenflucht hier in Kelton. Hier hast du seine Liga-Karte mit seinem Foto. Nur falls du vergessen hast, wie er aussieht. Schön. Der Präsident. Der Liga-Präsident mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Bitte begib dich daher unverzüglich zum Restaurant. Ja, ja, ja. Ist ja schon gut. Meine Fresse. Ich fahr schon die Leute um. Weil ich so schnell beim Restaurant wie möglich sein will. Ist es das? Ich glaube ja. Hi. Willkommen im Restaurant Wellenflucht. Hi Gamer, komm, lass uns deinen Sieg gebührend feiern. Ach was, dich hat er also auch eingeladen? Oh, ihr kennt euch. Na wunderbar, aber setzen wir uns doch erst einmal. Kelton ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Daher lege ich euch ans Herz, eine der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Aber mal ganz unter uns, in diesem Restaurant schmeckt eigentlich alles ganz vorzüglich. Wie geht es übrigens, Professor Magnolica? Ich hoffe doch bestens. Ich habe ihrer Forschung viel zu verdanken. Wie ihr wisst, stammt die Technologie hinter den Dynamax-Bändern, mit deren Hilfe man Pokémon riesengroß machen kann, von meiner Firma. Aber ohne Professor Magnolicas Forschung über die Wundsterne wäre das nie möglich gewesen. Ah. Ich weiß nur, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch Kopfzerbrechen bereitet. Ihr habt offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Ihr denkt immer nur an ihre Forschung. Als ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, hat sie mir sogar einen Energiequellendetektor in die Hand gedrückt. So versessen ist sie. Ein Energiequellendetektor. Das sind diese Geräte, mit denen es erstmals möglich wurde, Energiequellen aufzuspielen. Mit anderen Worten also Orte, an denen dank eines erhöhten Aufkommens von Galarpartikeln Pokémon Dynamax maximiert werden können. Aber dass Professor Magnolica so frustriert ist, höre ich gar nicht gerne. Ich würde alles tun, um ihr zu helfen. Danja, du solltest dir unbedingt einmal die Schatzkammer von Claw City ansehen. Ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Geheimnis des Dynamax-Phänomens in der Geschichte dieser Region begraben liegt. Ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Danja Einlass gewährt wird. Und verzeihen Sie meinen Drängen, Rose, aber Ihr nächster Termin wartet. Schon? Ich hatte doch gar keine Chance, mit E-Gamer zu sprechen. Nur gut. So bedauerlich ist es auch ist. Es lässt sich wohl nicht ändern. Es war mir ein Vergnügen. Oh. Weiß ja, dass er es gut mit mir meint. Aber diese Schatzklammer klingt nach viel Arbeit. Naja. Wenigstens sollte ich dort ein paar neue Anhaltspunkte für meine Forschung über die Legende finden. Ich habe gehört, dass du dir den Wasserorden erkämpft hast. Glückwunsch! Kate, zu besiegen ist kein Kinderspiel. Hier, nimm als Belohnung diese TM. Cool. Kate und ich sind gut befreundet. Vielleicht sollte ich mal bei ihr vorbeischauen. Bis die Tage, Arena Challenger. Wow. Cool. Ja. Nice. Schöner Tag. Du hast jetzt den Pflanzenorden und den Wasserorden, stimmt's? Als nächstes müssen wir Kabu besiegen, der Arenaleiter von Ancient City. Aber ich habe brandheiße Insider-Infos über Arenaleiter Kabu für dich. Er legt nämlich gerade in der Galar-Mine 2 ein Sondertraining ein. Wenn Kabu nicht in seinem Stadion ist, uns fürs Erste nichts nach Ancient City.
Warum schauen wir nicht mal in der Galarmine 2 vorbei? Sondertraining ist genau mein Ding. Okay. Meinetwegen, dann bitte. Let's go. Galarmine 2. Wow. Ein Potrott. Ja, das schnappen wir uns. Nitro-Ladung. Eigentlich dürfte es nicht so effektiv sein, aber... Oh, sehr gut. Na, 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 na. Wow. Das ist sehr effektiv. Cool. Das war nix. Kumpel, also ehrlich. Was? Nicht dein Ernst. Das ist sehr effektiv. So, so. Mach weiter. Komm schon. Jetzt. Yes. Raffel erreicht Level 23. Schön. Es sammelt Bären in seiner Schale, um sich vor Attacken zu schützen. Versteckt es sich unter Steinen und verharrt dort regungslos. Cool. Bam, 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 bam. Bam, bam, ein Bitora, Bitora. Stein, ne? Eigentlich dürfte Nitro-Ladung da auch nicht so effektiv sein, aber ich weiß es nicht. Ah, okay. Passt. Soundklinge, lächerlich. Weiter. Stopp. Ja. Da ist... Es wird immer besser. Wow, Aquaknarre. What the fuck? Ja, ich doch mal sagen, dich haben wir auch, oder? Komm. Komm schon. Yes. Cool. Zwei Exemplare hängen sich an seinen passenden Felsen in Küstennähe, um dort zu leben. Bei Flut sammeln sie gemeinsam Nahrung. Cool. Da war noch ein. Da. Ein Zuru-Keks. Bam, 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 bam. Hätte ich auch ein Wasser-Pokémon? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal. Nitro-Ladung. Stopp. Okay, doch nicht. Okay, ein Zoropex ist, glaube ich, normal. Nice. Oi, du schon wieder. Kämpfe gegen minderwertige Trainer sind eine unerträgliche Zumutung für meine Pokémon. Ich selbst bin auch nicht in der Stimmung, mich auf dein Niveau herabzulassen. Aber Schwächlinge wie dich in ihre Schranken zu weisen, ist irgendwo auch ein Akt der Gnade. Wenn du dir tatsächlich einbildest, mich besiegen zu können, hast du eine Erlaubnis, mich zum Kampf herauszufordern. Also, was sagst du, Schwächling? Na komm her. Ich wurde von Liga President Rose persönlich auserwählt. Dass ich verliere, ist völlig undenkbar. Alles klar, Bettys. Oh Gott. An Lächerlichkeit nicht zu überbieten, Junge. Holla, Opa, holla. Zack. Down. Loser. Streng dich doch mal was an. Ein paar Fortschritte hast du wohl gemacht, aber wirklich nur ein paar.
Ja, sicher. Mulliburba? Auch egal. Da, Nitro-Ladung. Oh, meine Fresse. Oh Gott. Ja, Kumpel, was ist denn? Was? Wer? Oh. Remova. Tschüss. Boah. Der kann nix. Ausgezeichnet, wie du meine Pokémon da in die Ecke getrieben hast. Warum freut ihn das? Ponita. Galar-Ponita. Okay. Feuerball. Lächerlich. Du hast ja ein bisschen Mühe gegeben, also dachte ich mir, ich lass dich mal gewinnen. Wahrscheinlich das, genau. Na schön, ich korrigiere, ein Schwächling bist du nicht. Dafür ein Schwachkopf. Zu glauben, dass du die Arena-Challenge bestehen könntest, ist ein reiner Schwachsinn. Hier hast du schon mal einen kleinen Trostpreis. Will ich gar nicht haben. So, jetzt habe ich aber wirklich Wichtigeres zu tun. Mal sehen. Wo könnte ich als nächstes auf die Jagd nach Wunschstern gehen? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass du ein mega Schwachkopf bist. Holy shit. Alter. Geht der mir auf den Sack. Fassbar. So, machen wir es so. Und das da, mal gucken. So, Kradowitz, bin gespannt, los. Zeigt mir was Nettes. Schön, der Flucker war gut. Erdner. Nice. Müsste es eigentlich überleben jetzt durch den Erdner. Ja, und jetzt kann ich ihn fangen. Schön. Ba, 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 ba. Ja, nice. Gefällt mir. Welche Form es annimmt, hängt angeblich von seinem Futter ab. Ob das tatsächlich der Fall ist, wurde aber noch nicht endgültig geklärt. Cool. Habe ich dich schon? Weiß ich gerade nicht. Gurukex. Habe ich dich? Nee. Okay, dann Überheblichkeit. Nee, okay. Bringt doch nix. Willst ja nicht töten. Furienschlag. Okay. Furienschlag, interessant. Natürlich ging es daneben. Ja, jetzt gehe ich auf Risiko. Oh oh. Nein! Oh, Mann! Oh.
dämliches Kackvieh, Mann. Na komm. Ja, sehr schön. Ein Zurukex wurde im Eintrag angelegt. Zurukex deuten Blickkontakt als Einladung, ihr Gegenüber mit Kopfnüssen anzugreifen. Vorsicht ist also geboten. Cool. Ja, kannst du bleiben. Pokémon ist heute total übermütig. Wir müssen mal kurz an ihr Dampf ablassen. Weit. Deine smaragdgrünen Augen, ich bin gespannt. Ui, toll. Hier, Geowurf. Und platt, ey. What the fuck? Nach dieser Niederlage ist der Übermut verflogen. Ja. Problem was? Drei Finsterbälle, cool. Bam, 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 bam. Was? Eine Falle, wow. Dente. Bam, 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 bam. Soll ich machen? Ich bin halt schon zu stark. Also kann ich die nur so fangen. Oh Gott, komm schon. Du hast doch eh keine Chance. Jetzt macht mir doch nicht so schwer. Oh. Was für ein Kackvieh, Mann. Das gibt's nicht. Holy shit. Jetzt mach. Nicht dein Ernst. Gut, geht doch. Schön, Raffel, Kamal. Sehr gut. Oi! Oh, Raffel entwickelt sich. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Doch. Okay. Raffel hat sich zu einem Schlaraffel entwickelt. Schön. Es hortet in seinem Schweif Bären. Versucht es, zu viele unterzubringen. Fallen sie heraus. Da es jedoch nicht allzu clever ist, bemerkt es das nicht. Wow. Vierzer. Okay. Entfessler weg. Schön. Haben wir jetzt alle?
Cool. Oh! Nicht dein Ernst. Wo kommst du Kackvieh her? Danke. Mann. Furchtbar, wie schlimm. Okay, da kann ich angeln. Mach ich mal eben. Schön. Oh, da. Jetzt bin ich gespannt. Bam, 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 ein Schmer. Ohne Scheiß, ne? Ich weiß, dass ich die Erdschwäche schwächen müsste, aber ich bin zu stark. Besetzt du Erholung, Hein? Du hast doch gar keinen Schaden bekommen. Ey. Komm schon. Sehr gut. Ba-ba-da-ba. Ja, nice, wa? Kann man mal machen. Sein schleimiger Körper ist schwer zu greifen. In einer Region sagt man, es sei aus geerdetem Schlamm entstanden. Cool. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Einmal Pokémon bewegen, so. Dann kann es weitergehen. Hi. Ich habe keine Lust mehr auf Arbeit, also lass uns kämpfen. Dann zeig ich dir mal meine Muskeln. Arbeiterin Steffi. Na dann, bitte. So. Bin ich mal gespannt. Wow. Nicht sehr effektiv. Geil. Hä? Ist wohl sehr effektiv. Was erzählt er? Ist doch voll okay. Wow, hat das eine Verteidigung. Holy shit. Boah, Alter, krass, auch noch paralysiert, holy shit. Boah, was ein bulkiges Pokémon, Mann. Ach du Scheiße. Oh, down, ne? Kann man mal machen. Pack die Balk. Ups. Hi. Effektiv auch noch. Auch das noch. Bin gespannt. Alter. Aber sicher, du bist natürlich nicht irgendwie jetzt hier, ne? Du bist nicht paralysiert, ist mir schon klar. Das Glück hab immer nur ich. Ja, sehr gut. Schön. Für Pokémon-Kämpfe braucht man wohl andere Muskeln als auf der Baustelle. Ja, im Hirn. What the fuck? Hab ich nicht gesagt. Eine Griffklaue. Ein Item zum Tragen. Okay. Nein, immer wieder dieses komische Fallen-Pokémon. Wow, Flunschling. Noch gescheitert. What? Wieso Vergeltung? Ich habe überhaupt keine Attacke gestartet, du Idiot. No.
jetzt bumse ich dich weg. Jetzt habe ich Schnauze voll. Wollte ich leben lassen, ne? Weil ich Gnade wollte, aber jetzt hast du mich sauer gemacht. Akvi. Mach mal. Ui, toll. Hier, Nitro-Ladung. Jetzt fahr zur Hölle. Du mich auch. Was? Tanz mich mal. Holy shit. Was soll das denn? Kackvieh. Bam, sehr gut. Oh je. Ey, hast du mal eine Minute? Du nimmst zwar an der Arena-Challenge teil, stimmt's? Manometer, ein echter Arena-Challenger. Er schreit nach einem Kampf. Hey, was ist denn hier los, E-Gamer? Ist das ein Fanclub? Du bist ja bald fast so beliebt wie mein Bruder. Sag mal, geht's eigentlich noch? Wir sind gerade mitten in einem tiefsinnigen Gespräch mit dem da. Mach Platz für Hopp, den zukünftigen Champ. Boah, guter Witz. Nur schade, dass er nicht lustig war. Wenn das nicht lustig genug war, können wir gerne kämpfen. Einem echten Trainer zaubert ein guter Kampf sofort ein Lächeln aufs Gesicht. Bist du... Lass uns zusammen kämpfen, E-Gamer. Bist du bereit? Ja. Unsere Empfehlung für die Arena-Challenge stammt vom Champ höchstpersönlich. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, müssen wir es euch eben zeigen. Dann passt mal schön auf. Wir zeigen euch, wie hart es bei der Arena-Challenge zugeht. Jetzt tun diese Knittchen sich einfach zusammen. Unser Plan war es doch, hier zu warten und einen Challenger nach dem anderen abzuservieren. Aha, interessant, Team Yell. Na, dann kommt her. Ihr Lappen. Scheiße, ernsthaft, mehr nicht. Alter, ihr könnt gar nichts. Ihr Lappen. Ui, coole Augen. Oh, ich hab Angst. Standpauke. Babs. Okay. Laraffel ist fast down. Tackle von Wally. Wally ist auch so ein Lappen, ne? So, down, danke. Ein Body Slam und fertig. Sehr gut, Schlaraffel erreicht Level 25. Oh, Cleopatra. Ne, Cleopatra. Und Kratzurie. Komm halt aus, yes. Nachthieb. Warum immer auf mich, Mann? Ihr könnt mich mal. Unfassbar. Ihr Arschgeigen. Na, wenigstens etwas. So, nehmen wir mal Macho bei. So, bam, Skeo-Wurf. Naja, mach du mal. Macho bei Faulenz. Bin gespannt, ob Macho mal echt angreift oder es sein lässt. Nö, passt. Wackelt, hat Luft. Down. Fertig. Tschüss, tschüss, bye bye. Ein Nachttief. Bams. Ja, Wolli, Pech gehabt, wa? Oh, komm schon. Da muss doch was gehen, komm. Der Champ hat gerade keinen Bock. Komm schon, mach mal. Von mir aus macht Wolli das auch platt. Ist mir auch egal. Ich komme mir gerade vor, als ich Ashs Glurak steuere. Ohne Scheiß.
Dein Ernst? Von dem Schaf. Alles klar. Ein Pam-Pam. Komm, ich will auch mal. Mach was, mach schon mal, ey. Mach's nix, du fauler Sack. Kraftschub, wow. Geil, ich hab Angst. Mach jetzt was, mach schon mal. Er macht nichts. Dieser Trottel. Ja, down, ne? Was? Okay, Kradowitz. Fruchtschlag. Ist ungehorsam. Ja gut, so ist das nun mal, wenn man mit getauschten Pokémon kämpft. Mhm, nett. Lächerlich. Ja. Sehr schön. Tja. Jetzt könnten wir selbst einen Fanclub gebrauchen, der uns wieder aufbaut. Vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, wenn ich dich mit einer Tröte erschreckt hätte. Wahrscheinlich. Jetzt checke ich, dass er ist. Der Knilch ist der kleine Bruder des Champs. Ja, hätte ich nur auch so einen tollen großen Bruder gehabt. Auch wenn es darum geht, die Flucht zu ergreifen, macht hier mir so schnell keiner was vor. Ab durch die Mitte! Einsame Spitze, E-Gamer, aber kein Wunder. Bist ja auch mein Rivale. Aber von Kabu fehlt immer noch jede Spur. Wo steckt dieser Typ bloß? Da hilft nichts. Gehen wir noch ein Stück weiter. Vielleicht finden wir ihn ja tiefer in der Mine. Ja, vielleicht, ne? Wer weiß. So, ich tue erstmal Libello nach vorne. Und schau mal, wie es so weitergeht.